Knifefront. Somit ganz viel Spaß hier mit Faculty gegen Maus. Faculty sagt selbst im Statement, dass es der härteste Konkurrent ist. Ansonsten die Statements eher langweilig. Was stand hier mit Vereinsheim? Auf ein gutes Spiel. Viel Spaß im Vereinsheim am Wochenende. Ah, okay. Maus macht dieses Wochenende Bootcamp, oder was? Scheinbar. Aber egal. Schauen wir uns das Spiel an. Für mich, ja. Maus hier ein kleiner. Aber bei einer so einen richtigen Favoriten gibt es nicht. Subjektiv glaube ich, dass Maus das Rennen heute macht. So, die Mäuse sichern sich schon mal die Knife. Werden sicherlich auch City starten, wobei sie jetzt Terror echt nicht so übel sind. Switchen daraufhin und dürfen also als City beginnen. So, so muss glaube ich nochmal ready gemacht werden. So, die letzte Pistole. Die letzten beiden Pistols, die im Maus von Mirage gespielt haben, waren beides B-Pushes. Bin mir aber ziemlich sicher, dass sie das nicht nochmal spielen. Das würde mich schon sehr, sehr, sehr stark wundern. Bei Fackel, die kann ich mich jetzt leider nicht dran erinnern, was man zuletzt als Pistol gesehen hat. Da lasse ich mich auf jeden Fall überraschen. Oh, Cookie meint, Nuki hat mich noch nicht wirklich überzeugt. Also mich hingegen schon. War die letzten Spiele immer gut dabei. Auch gegen Virtus, glaube ich. Boah, ich kaste so viele Spiele. Da kann ich mir jetzt gar nicht alles merken. Aber er war auf jeden Fall in letzter Zeit gut. Gut am Drücken. So, jetzt auch endlich wieder beide ready. Und somit ab in die Pistole. Hier auf Mirage. Ein netter Spawn. Alle in einer Reihe. So, 2B, 3A. Schauen wir mal, was Faculty macht. Maus direkt mit der Smoke. Faculty zu dritt vor A. Also Maus spielt keinen Push. Sonic's da allerdings direkt gespottet. Kerrigan wird dann Action nachsmoken können. Nee, da oben. Ein bisschen Damage an Simon gemacht. Schien noch. Schienen sie auch zu wissen, dass jemand da rauskontaktet. Da wurde wirklich instant auf Nate gestanden. Die HEs sitzen auch gut. Schon gut Schaden gemacht. A nochmal abgeflasht, aber Faculty schiebt gerade komplett B. Ich glaube, Asmo hat er geflasht von der Mitte vielleicht. So, jetzt der Go. Gute Nate nochmal von Sonix. Wie viel kann er jetzt ziehen? Carry gibt ein Fenster. Sonics kassiert Headshot. Oh, schöner Molly, dass er nicht vorgepusht werden kann. Allerdings glaube ich, dass der in die Küche rein sollte. Boah, aus dem Haus auch noch Frag. Asmo Mitte wahrscheinlich den abgegammelt. Oh, Kerrigan rastet nochmal aus mit P2000. Trouble auch kurz. Boah, kriegt Headshot von Asmo. Kerrigan letzte ohne Kit. Das kann er nicht machen. 18 HP nur noch. Dizzy auch noch im Haus. Oh, der macht ihn. Starke Pistole von Faculty. Schade, dass Sonics da keinen gemacht hat. Aber gute Einzelaktion. Der Molly, wie gesagt, ich glaube mal, dass der hier blockieren sollte. Und da einfach verworfen wurde. Von der Seite gut gedacht von Faculty auf jeden Fall. Verdient hier auch irgendwie auf eine Art und Weise die Pistole geholt. Ja, Kummelt habe ich jetzt beim drüberfliegen keinen passenden gesehen.
Tut mir natürlich leid, dass es jetzt anfängt mit Laggen, aber eigentlich müsste alles sauber laufen. Bin auch gespannt, wenn Twitch dann wieder verfügbar ist. Ganz akzeptable Eco bisher. Oh, schade, da war er am Reload. Trubel über kurz, versucht da noch schnell was zu machen. City Flash, Apox nach Mitte. Wird wahrscheinlich Haus gehen, einfach ein bisschen schimmeln. Schön geschoben von Traveler dann nochmal weg. Um das wirklich Base abzufacken. Sehr schöner Laufweg. Könnte vielleicht sogar mit einem belohnt werden. Schade, ey. Oh, bitter, dass er da auf Asmo trifft. Wenn der erst Mantis vorläuft, dann hat er ihn halt easy. Mantis, Asmo war nur auf 3 RP-Runde geschossen. Schöne Runde an sich von Maus. Schöne Eco. Schauen wir, wie die zweite verläuft. Split, warum sind jetzt hier eigentlich die Punkte weg? DPS. Oh! Was eine gute Hauseinnahme. War das eine Flash von Troubling oder? Noch mal rein. Oh, ein Headshot. Sonics hat den B-Spieler gehört. Oh, Kiss trägt die Hits. Nuki über Action. Bombe jetzt gelegt. Sonics noch mit dem One-on-One. Ja, und wer kann es entscheiden? Kirby jetzt hinten zur Stelle. Wird ihn das wahrscheinlich auch machen. Sonics rechnet er nicht mit ihm. Läuft ihm auch ins Feuer. Nuki hat auch schon geschossen. Also Posi bekannt. Trotzdem wieder eine gute Eco gemacht. Drei Waffen diesmal. Vorhin waren es zwei, wenn mich nicht alles täuscht. Also läuft das schon mal ganz gut für die Mäuse. So, wir haben keine Gegen-AWP von Faculty. Kerrigan natürlich wieder mit Arme. Wie auch die in der letzten Zeit üblich bei ihm. Aber schneller als Split von Faculty. Schneller als Split. Also direkt gerusht. Trouble ist blind. Oh, sie stehen aber gegen den Go. Kerrigan auch aus dem Connector. Sehr, sehr stark aufgehalten. Boah, das könnte sogar eine 5-Runde werden. Kirby nur mit einem HP. Krass. Sehr stark aufgehalten. Na, nicht mehr wirklich nennenswert Charm, Damage bekommen. Nicht übel. Mal schauen, wie Faculty jetzt darauf reagiert hier. Und direkt umspielen und schnell Kurz-Go, B-Split über Kurzhaus. Boah, ziehen wieder direkt durch, dort. Schleichentaste kennen sie heute nicht. Kirgen trifft doch echt gut. Sein dritten schon gemacht. Boah, Nuki drückt auch gegen Kurz. Überzahl für Maus. Kirgen schwierig, hat jetzt Support von seinen Mates. Faculty hat es ganz schwer jetzt wahrscheinlich im Retake. Jail. Ach, sehr schön. Und der Frack. Oh, er musste jetzt mal fallen. Sehr stark. AW jetzt noch mitbringen für Kerrigan. Ah, die liegt in der Küche. Ah, wurde auch nochmal kurz abgebrochen, damit wirklich genügend Zeit ist für Amprox die Waffe zu holen. Zwei Runden in Folge. Die war jetzt allerdings mal ein bisschen knapper. Bombe gelegt bei Faculty. Geldmäßig könnte das... Ja, bei drei Mann würde es reichen. Kauft auch. Also zwei Instant Ghosts bisher gespielt. Der eine am A war überhaupt nicht erfolgreich, der am B schon eher. So, wollen sie jetzt hier echt das Tempo weiterhin so hochhalten? Das sieht wirklich danach aus.
Also sehr interessanter Spielstil. Jürgen arbeitet da mit der, mit der Kiste und zieht den Frag. Nuki meist ist der Kurzspieler. Oh, stirbt diesmal. Sieht da in der Runde nicht so gut aus. Bombe wird schon kurz gelegt. Dafür kurz gelegt. So rum. Und schau, die konnte er da machen. Und beide Fackeln spielen oben im Haus. Abrox kommt jetzt erst. Und Mant ist nur mit 12 HP. Oh, er macht's gut. Er zeigt sich sehr, sehr lange nicht. Wird aber abgedeckt. Kerrigan. Oh, das Problem ist, Kerrigan hat nur die Arme oben. Oh Gott. Oh. Das war knapp. Richtig gut gemacht von Mantis. Da extrem lang zu warten. Boah. Das war knapp. Wenn der Trouble nicht instant den Reflex setzt, dann sieht es halt, ja, dann ist die Runde halt gewonnen für Faculty. Aber immerhin wieder die Bombe gelegt. Nochmal kaufen können. Sehr interessant, dass sie hier so, so schnell immer die Ghosts spielen. Jetzt auch wieder direkt alle Richtung A. 2 Action, 3 House. Ich mache den Abfox wieder im Zusammenspiel. Boah, halten die Go wieder auf. Ganz, ganz, ganz ähnlicher Spielverlauf wie vorhin. Und wieder zack, zerstören sie sie. Krass. Also, spätestens jetzt sollte man vielleicht mal einen Gang runterschalten. Oder das als... Ja, wobei, es bringt nicht immer was als Fake, das zu spielen, weil... Man bekommt ja bei dem richtigen Go und dann nicht mehr die Frags. Wird es bei dem Fake noch schwieriger. So, das ist doch die erste Echo bei Faculty. In diesem Spiel. Aber nett von Kerrigan. Schön. Aim von Nuki da am Schlitz. Ach, tut ja die Flash, aber die ist nicht ganz so gewollt. So, wieder mit 5 Runden überlebt. 5 zu 3, 5 Runden in Folge für Maus. Das ist man bisher eigentlich schon sogar schon gewohnt von ihnen. Dass sie hier so Mini-Comebacks hinlegen. Erst zurücklegen, Pisten verlieren und dann aber die Equip-Drones direkt eine nach der anderen holen. So, das wird wahrscheinlich die erste langsame Runde von Faculty. So sieht's auch aus. Auch wenn diese da schon direkt... Man faked jetzt hier, dass man schnell B geht. Aber Kerrigan steht da. Und jetzt dadurch auch Trouble gestorben, Mama. Also gut gedacht von Faculty. Die spielen hier sehr viele Runden lang, ist extrem schnell, oder eigentlich jede Runde. Und das dann zu faken, hat auf jeden Fall gegen Trouble geklappt soweit. Oh, bitteres Timing von Aprox mit der Gegenflash. Mitte kommt noch. Schönes Smoke, wichtig. Können jetzt eigentlich auf Spot. Kerrigan ist noch... Oh, sieht jetzt wieder was. Und Sonic ist im Connector. Schade, dass er da nicht rumzieht. Oh, und jetzt muss er eigentlich... Ah, schade, Mann. Wenn er da weiter vorschlägt, sieht er den im Eck. Gute Ausgangslage für Faculty, zumal Jungle halt auch eingenommen ist. Oh, das muss keine Probleme, da Effekt zu setzen. Nuki gegen 3. Der Rest bleibt aber defensiv. Pose jetzt bekannt. Kann er nichts mehr machen. Schön gespielt von Faculty. Sehr gut gedacht. Taktisch sehr klug angesagt. Gefällt mir. Geld. Auch, boah, jetzt haben wir recht, ziemlich viel Kohle. Klar, haben so viele Runden einfach mit so vielen Personen überlebt, haben sie sogar 5 Runden hingelegt. Aber die Smokes liegen auch echt gut von Faculty. Ich muss da mal drauf achten, ob sie die am Anfang werfen. Da kommt immer da ziemlich weit Action hoch. Oh, Kerrigan. Nice. Er macht einen guten Job mit Arbeit heute, kann man nicht sagen.
Trifft sehr, sehr viele Schüsse, macht viele Fracks damit. Zahlt sich bisher auf jeden Fall aus, dass er da in die Lanze investiert. So, Dizzy schiebt gerade B-Haus. Mantis Asmo Mitte. Curry noch vor A. Wir schieben jetzt zu kurz. Gutes Timing von Nuki. So, die Flash für Sonics. Oh, sehr, sehr, sehr schönes Teamplay von Maus. Krass. Sehr schön gedacht. Sehr schön überlegt. Klar, Mitte ist was, die ziehen sich hoch zurück. Am A passiert nichts. Da muss irgendwie auch der B-Ko kommen. Und dann gutes Timing direkt mit der Flash, dass der T da schon weit hinten war. Weit vorne war. So, noch die die Runde. Relativ problemlos an Maus. Oh, Mantis zieht noch ein paar. Scheint aber ihn noch zu holen. Oder? Boah, er macht echt vier Mann noch. Schöne Arbeit dann am Ende noch, aber für die Runde bringt's nichts. Fürs Geld bringt's auf jeden Fall was. Auch das Maus hier jetzt natürlich nachkaufen muss. Faculty kauft. Mantis sitzt allein Mitte. Wahrscheinlich zu Elgin Kerrigan. Geflasht. Simon läuft rein. Aber ich glaube, es haben nicht alle gekauft. Ne, Simon. AK ohne Weste. Hat er wahrscheinlich. Ja, hat er über 5000. Also an sich ist es eine. So eine Halb-Eco. Versucht dann halt mit einer AK Mantis dort noch zu unterstützen mit der gesaveten Narbe. Maus wirklich komplett defensiv, haben da sehr viel Respekt vor der AWP. Boah. Kerrigan hat doch immer richtig gutes Timing, muss man sagen, mit der AWP. So, helfen sich auch schön teamplaymäßig am A. Das sieht echt nicht schlecht aus, muss man sagen. Da hilft sich jeder gegenseitig, da zieht man gemeinsam rum. Solides Teamplay auf jeden Fall am A. Kann sich sehen lassen. So, siebte Runde für die Mäuse. Aber Faculty hat noch. Muss man ein bisschen was auspacken jetzt hier. Wirklich eine Smoke. Okay. Dizzy fängt das. Da war aber der B-Go. Oh ne, bauen kurz Split diesmal. Och, Kerrigan kann wieder einen machen. So, Nuki kann jetzt nicht mehr helfen, hat einmal gegen geflasht. Sonics zieht nur ein. Oh, Nuki kurz gestorben. 2 gegen 3, Kerrigan trifft wieder einen. Also der Junge macht halt alles mit Abe. Habe jetzt eigentlich fast noch keinen Schuss gesehen, den er nicht getroffen hat. Und Apox steht da auch noch gegen Mitte. Krass. Also Maus hält die Spots safe. Und wenn sie sie nicht safe halten, dann schaffen sie den Retake. Aber Faculty wirkt auch irgendwie nicht so krass, gerade vom Teamplay her. Da fallen viele Flicks ab. Viele Fracks einzeln. Verstehe nicht, warum man nicht mal was über Keller spielt. Mein Döner smoken, einfach mal Kerrigan da wegsmoken über die Base. Kurz smoken, einfach Mitte die Kontrolle bekommen. Ich glaube, das wäre hier so der Schlüssel zum Sieg. Was heißt zum Sieg? Zum Runden. Zum Rundengewinn. So, Nuki kann noch ins in Mitte ausschließen. Zwei sind dann noch im A-Haus. Rest B-Haus. Auch eine komische Eco. Ich weiß nicht, wer jetzt hier die Bombe hat. Wahrscheinlich die Leute im B-Haus. Obwohl die gedroppt ist.
Oh, Nuki ist schon durch. Aber Sonics bleibt noch mit Kerrigan. Komische Eco, verstehe ich nicht ganz. 3 im A-Haus, 2 B. Die Bombe ist nicht mal irgendwo dabei. Das habe ich gerade nicht gerafft. Die müsste ja irgendwo noch liegen. Komisch. Aber 9-4. So, mal gucken, ob Fickety jetzt was über die Mitte macht, über Keller. Daisy wieder allein Richtung Action. Ah, 2 Mitte, 2 B-Haus. Sieht eher nach diesem Kurz-Go aus. Boah. Das war knapp. Aber eigentlich an sich auch schon viel zu viel Risiko, dort auch nur das Ärmchen zu zeigen. Meine, warum wird nicht kurz gesmoked? Warum wird nicht Döner gesmoked von Fackety? Schöne Flash. Boah, ein Schuss von Kirby. Boah, nette Bretter. So, kann die Bombe legen. Gegen 3. Aber Maus sah in dem Retake immer bisher so gut aus. Kirby macht das einzig richtige, geht auf Frag. Aber wenn er kurz den Spieler jetzt macht. Oh, sehr schön. Jetzt hat er sogar die Chance, das Duell zu gewinnen. Rechnet sogar noch ein B-Haus. Oh, er rechnet immer noch ein B-Haus. Hat sich da wahrscheinlich verhört. Oder kam eine falsche Ansage. 10 zu 4. Und das ohne die Pistole. Das ist schon deutlich. Letzte Runde. Alle Richtung B. Also, wenn man es einfach mal sieht, wenn... Boah. Gut, das hat Elmar gewonnen. Schade, dass Nuki nicht direkt den Reflex setzt. Der Nuki fehlt jetzt natürlich auch, um Sonic so zu helfen. Der kann einen machen, zweiten leider nicht. Ah, gute Ausgangslage für Fekt hier, vielleicht doch noch die fünfte Runde zu holen. Mantis hat auch B-Haus. Simon eine schöne Pose angenommen, kriegt auch den Fekt. Ah, sehr gut reagiert von Faculty. Und schon, ah, der schon wieder. Also, wer die letzten Spiele bei mir geguckt hat, dem ist aufgefallen, Trouble hat immer letzte Runde diese Negev. Also ich weiß nicht, ob es Negev ist oder ob das die, Negev, die T-Waffe ist oder ob es die Para ist. Ich habe keine Ahnung von diesen großen, schweren Waffen. Aber diese Waffe hat er immer als CT in der letzten Runde, wenn er Geld hat. Aber die ist auch, glaube ich, krass. Die macht halt super viel Schaden. Brauchst du wahrscheinlich nur so 2-3 Hits, um einen zu killen. Ja, die Waffe gefällt ihm auf jeden Fall. So, 10-5. Interessante Hälfte. Dafür, dass Faculty die Pistol geholt hat, sind es dann am Ende doch wenig Equipped Drones geworden. Oh, schöne Sprengung in die Mitte. Das ist direkt live in der Pistol. Zack, hier bei Maus sieht man Instant Smokes in Döner. Oh, schöner Move. Nice. Sehr, sehr, sehr schöne Taktik. Mal schauen, ob es Kerrigan auf, ob es aufgeht. Oh, Connector. Da holt Simon 2. Da darf er nie im Leben 2 machen. Oh, der Move richtig geil. Sehr schöne Taktik vom Maus. Und kriegt dann noch sein. Boah, krasse Runde von ihm. Daheim HP überlebt. Oh, Kerrigan. Daheim HP gegen 2. Oh, da stirbt er. Maus verliert die zweite Pistol. Führen trotzdem noch 10-6. Stark von Faculty. Aber. Ja. Aber coole Taktik. Ich glaube, Connector Smoke, Döner Smoke, hier kurz eine Smoke, dann hier den Boost auf den Zaun. Aber zack, in Döner rein. Gefällt mir. Also hatten wir sich auf jeden Fall was überlegt für die Pistole. Boah, die sind mit Risiko. Mann, das steht zum Glück gegen die Action. Simon hilft auch. Da ist nur noch Trouble am Holz. Boah, krasse Runde von Simon. Schöne Headshots. 7 zu 10.
Ah, Negev können beide Teams kaum genau die Paar. Okay, danke. So, noch eine Echo. Einfach nochmal Action Gang splitten. Diesmal geht Dizzy auch kein weites Risiko ein. Bleibt da der von E-Kasten. Dann darf noch mal reingehalten werden. Oh. Schön, Simon da Mantis in den Arsch gerettet. So, Faculty kommt ran. Zwei Runden nach Abstand. Ja, er hat eine Habe. Und auch ein Mausbot. Instant was zu B erhofft. Was Moment, Habe Mitte über kurz. Auch relativ ungewöhnlich. Sieht man ja eher Connector oder Döner. Hilft jetzt mit B und lässt Kerrigan da vortasten. Charlie denkt, glaube ich, deckt, glaube ich, Keller ab. Schöner Boost. Sieht ihn. Boah, nice. Sehr geiler Move. So, kurz einfach absolut. Boah, stark gemacht von Asmo. Da noch einmal im Schlitz zu zielen. Sehr interessante Runde bisher. Schöner Move auf Move. Oh, Trouble hinter dir noch. Oh, er wurde gesehen. Oh, er wurde gesehen, bitte. So, und jetzt die beiden Mäuse. Kerrigan, Sonics. Oh, netter Headshot. 2 gegen 3. Sogar noch relativ viel Zeit. Sonics kann legen und Kerrigan hat gut Kontrolle an kurz. Oh, da wird der Schuss rausgelockt von Asmo mit der Lanze. Sehr, sehr geil. Und er wartet auch auf seine Mates, bis sie aus der Küche rauskommen. Weiß genau, ist er allein. Aber Kerrigan trifft den Schuss. Wirklich heute treffsicher. Hat sich auch kurzzeitig überlegt, ob er auf die andere Waffe switcht. Sonics kriegt da leider nichts mehr. Doch jetzt einen. Jetzt Kerrigan einfach ausmoven. Oh, er umschleicht ihn. Sehr gut gemacht. Oh, Mantis hat es gut gerochen. Schafft er das? Ja, das schafft er. Boah, knappe Runde. Da wird sich Trouble auf jeden Fall ärgern, dass er da noch angesagt wurde. Oder halt, ja, gehtet wurde. Wenn er da ein bisschen eher reinkommt, ist es halt super krass. So, ein bisschen bitter. So, Anschlussrunde. Maus... Konnte nochmal kaufen. Spielen ebenfalls jetzt mal einen Instant Action Go. Faculty schon gut Kontrolle Mitte. B passiert auch soweit noch nichts. So, jetzt gibt's den Go. Kerrigan ist da blind. Aber auch ist aber schon durch am L. Der Spot ist bekannt. Da hat er den Schatten gesehen. Infektion. E-Kasten stirbt auch. Spot quasi frei. Gerade Maus hat die Überzahl. Sonics allerdings low. Jetzt noch die Smoke. Boah, Dizzy. Stark vom E-Kasten. Boah, der ist noch Holz. What the fuck? Hab ich selbst gerade noch übersehen. Boah, richtig starke Runde von Disruptor. Boah, und gibt auch noch Hits. Da wird Trouble leider nichts mehr machen können. Fire, wo es nur geht. Ausgleich. 5 Runden in Folge für Faculty. Spielen sich ja sehr, sehr, sehr stark zurück auf zehnte Seite. Maus muss echt nochmal sparen. Danach werden sie jede Runde kaufen können. Warte, ich muss mir mal einen Schluck genehmigen. Das wird nochmal eine enge Kiste. Netter Autodirector-Fail. Schaden gemacht, ja. Aber kein Flick gezogen. Faculty geht in Führung.
Das erste Mal seit sie die Pistole damals geholt hatten. Damals, vor Jahren hatten sie die Pistole geholt. So, noch einmal der Argo. Jetzt bin ich gespannt. Schauen, was da so für Grins kommen. Diese in der Smoke. Mann, er stirbt. Gegenfläche von Simon. Interessant, da über die Kante. Gute Smokes von Maus. Kommen auch diesmal ohne Schaden zu fangen auf den Spot. Sehr starker Go bisher. Smoke erlischt gerade in Richtung City Base. Maus hat auch nichts mehr zum Nachsmoken. Da schleicht Asmo Kerrigan rein. Fackel, die sollte sich jetzt vielleicht überlegen zu safen, was sie auch tun. Und das wird eine 5er-Runde ohne HP-Verlust. Das muss man auch erstmal schaffen. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Jeglicher Damage, der jetzt noch fehlt, ist eigentlich nebensächlich. Ist wieder Ausgleich. 11 beide. So, nochmal der Go, aber diesmal ein bisschen abgewandelt. Kerrigan in der Mitte. Muss da aufpassen, dass er nicht mit so einem Mitte-Move rausgehebelt wird. Wirft auch eine interessante Smoke. Auch interessant. Kerrigan Smoke von Mitte. Boah, wichtiger Fleck von Tabelé. Sehr viele Nades, Smokes liegen. Zwar noch die Überzahl, aber Tabelé mit einem HP. Boah, wichtig von Sonics den Frack da zu setzen. Krasser Do-or-Die-Move von Simon. Ah, die Runde ist noch knapp. Die Runde ist noch knapp. Frack, die hat viel Equipment. So, wir machen jetzt den Druck. Oh, Ninja, Kiste nicht gecheckt. Jetzt Connector, ne, holt Snooki. Starke Headshots von ihm. Maus mit zwei Runden in Folge. Kerrigan Smoke von Kerrigan geworfen in Mitte oben. Auch was Neues. Ist natürlich auch interessant als A-Spieler. Wenn man da keine Smoke drüber fliegen sieht, dann rechnen wir auch nicht unbedingt mit einem Go. So, Maus baut um, aber Faculty baut auch um. Timing-Flash von Nuki richtig stark gegen Simon. Rechnet da so ein bisschen schon mit dem Push. Zählt auch nach hinten ab. Oh, jetzt bitteres Timing, dass Simon gerade durch ist. Das könnte böse enden. Oh, wenn er jetzt da hochgeht. Oh, Simon macht aber... Doch, macht einen. Oh, den zweiten kriegt er nicht. 34 HP. Mates helfen gerade. Kerrigan einem rausgemacht oder so. Oh, vielleicht kann Opax da. Ja, kann der Simon da finishen. Spielt jetzt 3 und 3 raus. Die restlichen schieben jetzt im Haus durch. Opax versucht da jetzt über kurz zu kommen. Boah, warum duckt man das da rein? Ganz komisch. So, und jetzt hat der B-Spieler Probleme. Wer ist das? Kirby. Muss der kurz und B abpassen. Fängt Headshot von Nuki. Disruptor letzter AMA-Haus. Da kann er nichts mehr tun. Maus baut die Führung aus. 13 zu 11. Und ich glaube sogar, Faculty müsste sparen. Doch, müssten eigentlich sparen. Lass mich überlegen, drei Runden in
Folge 1, 4, 1, 9, 2, 4 müssten die, glaube ich, kriegen. Ah, mit Biegen und Brechen springt hier eine Waffenrunde bei raus. So, jetzt mal gucken. Ah, ich habe mich, glaube ich, verrechnet. Wobei, na, es wird echt knapp. Wobei, also, ich hätte fast sogar gekauft. Also, es wäre auf jeden Fall irgendwie drin gewesen, hier so eine einigermaßen vernünftige Equipped Round herzuzaubern. Disruptor auch am A. Maus wieder Richtung B unterwegs. Trouble im A-Haus. Taktik hat man so auch schon mal gegen Virtus gesehen jetzt letztens. Und der Move da, der Sprung auf das Bücherregal wird auch zum Standard. Kerrigan nutzt das gut aus. So, spielte Flash von hinten. Maus ist da schon sehr weit vorn. Okay, checkt auch hier das Eck. Verklärt nicht gesetzt. Oh, aber Maus hat schöne Laufwege, beziehungsweise schöne abgesprochene Sachen anscheinend, wo sie hinaimen. Boah, nett weggesprengt. Und Dizzy mit der Waffe. Dann sollte ich vergessen, dass es so eine Halb-Eco war. Dafür doch ganz gut Tracks gezogen mit Faculty. Kerrigan macht's. Also der Junge, nicht schlecht. Und interessant, wenn man aufs Scoreboard guckt, 29 Fracks hier, der Top-Fragger eigentlich auf dem Server. Und trotzdem noch Zweiter am Scoreboard. Da sieht man mal, wie Troubley da wahrscheinlich teamdienlicher spielt. Oder halt andere Sachen noch zu machen, Bombe legen. Hast du nicht gesehen. Aber allein die Frag-Anzahl spricht natürlich Kerrigan. So, diesmal ein Go ohne alles. Beziehungsweise auf Contact. Den Schuss verschießt er. Und der wäre wichtig gewesen. Den noch abgesmoked. Jetzt mit dem Jump. Ah, springt ihm da in die Seite. Jetzt einfach jede Sekunde quasi ein Frag. Ah, ist das bitter, solche Schüsse da nicht zu treffen. Aber Faculty immer wieder mit Lebenszeichen. Doppel-AWP auch. Wahrscheinlich jetzt für Mantis die zweite Awe. Nuki hat da, glaube ich, eine Smoke geworfen. Ah, die Smoke. Obwohl. Ja, keine Ahnung. Irgendwas hat er da geworfen. Man kann ja, glaube ich, auch vom T-Base da smoken. Und Maus auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr gewollt am B direkt den First Track zu bekommen. Da direkt auf Fehler von Faculty zu hoffen. Sind auch wieder alle da versammelt. Der Kirby muss da aufpassen, wenn Kirby jetzt wieder hochspringt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er ihn da sieht. Das funktioniert echt super, wie sie da sich vorkontakten. Schnelle Flashes. War aber erstmal eine schöne Awe. 3 gegen 3. Trouble mit Abfuck-Posi. Und er muss den Fake setzen. Macht er nicht. Disruptor kommt da sogar mit relativ viel HP raus. Boah, und meint, das spielt auch eine schöne Awe. Und da wird es auf einmal eine Unterzahl. Das geht aufs Konto von Trouble, falls sie die Runde verlieren. Das weiß ich, denke ich, auch selbst. Bombe kommt jetzt sogar noch ran. Er sieht jetzt. Oh. Jetzt kann sogar nach hinten rummoven. Kann die Bombe noch legen. 8 Sekunden. Beide haben 40 HP, also.
Wie viel Schuss hat der? Immer die Waffe, 10 Schuss. Oh, komm. Ja, Reload klappt leider nicht mehr. Ah, schade. Mit mehr Schuss hätte ich ihm zugetraut. Da kann er nochmal irgendwie so rumziehen, ein bisschen schießen und kann einfach mehr arbeiten mit. Aber Anschlussrunde. Bitter, dass Trouble deine Frag nicht setzt. Apox bedankt sich auch bei Asmo. Ich glaube, für diesen Close Distance AWP-Shot, für den Quick-Shot. So, wieder die Taktik. Trouble allein A-Haus. Und der Rest B. Und diesmal Asmo. Der geht ja super drauf. Endlich mal ein kleines Anti da gegen das gegen die Spielstil von Maus, da von B immer auf den Frack zu gehen. So, Mitte auch noch Kontrolle. Maus steht komplett zum A. Wie stehen sie da? Die ist hier oben, blockt auch noch Haus. Mantis schiebt zum Kerrigan. Daisy muss da gleich aufpassen. So, wie moved er? Moved Haus rein. Hat das kleine Joker-Posi. Trouble kann den ersten setzen. Oh, ist jetzt noch blind. Wahrscheinlich sogar von der Flash von der Maid. Sie macht ein. Boah, Mates auch direkt. Wir fallen auf einmal instant alle Frags. So, Loki hat er jetzt auch keine Chance, wenn er auch noch ein Dizzy oben im Haus ist. Der Ausgleich 14-14. Ich glaube, alle reiben sich gerade die Hände, die hier auf dem Draw gesetzt haben. Oh, wie ist das bitter? Maus muss sparen. Also müsste sparen. Kaufen wir mal, was geht. Schöne Connector Smoke, die ist easy. Bin auch gesmoked. Und schneller Kurzgo. Oh, Headshot. Oh, was Kirby noch lackt. Oh Mann. 2 HP überlegt. Oh, B stirbt auch. Maus mit der Überzahl. Und so, das sind so Runden, die muss man quasi eigentlich gewinnen. Quasi eigentlich auch eine schöne Kombination. So, Nuki noch mit wichtigen Gegenflashes. Die zweite hätte er vielleicht einen Ticken später werfen können. So, Troubly, entscheidendes Duell. Kurz, Mini-Döner. Ach, der Junge verliert mir heute zu wichtige Duelle. Apox noch an kurz da. Boah, wichtig. Und jetzt nur noch Mantis. Letzte Maus gewinnt hier wirklich diese halbgare Waffenrunde. Holen sich hier somit das Draw. Fekli wird Geld haben. Disruptor kann da locker 2 legen. Für die beiden, für Simon und Kirby. Von der Seite wird das nochmal eine vollständige Waffenrunde. Aber sehr geil, dass hier wirklich alle 30 Runden gespielt werden. Das zeigt natürlich, dass beide Teams hier wirklich auf einem gleichen Level spielen. Mal die Taktik. Ist da einer im Keller? Nee. Kurz ist der. So, das ist auch das erste Mal, dass man sowas spielt über Keller. Und das könnte Simon, könnten Simon vielleicht auf den falschen Fuß erwischen. Wenn jetzt eine Flash-Connector hochkommt, so sieht es glaube ich auch aus. Und dann Nuki rumziehen. Ah. Aber so vor, oh, verliert es. Eigentlich normalerweise gibt es da Mitte immer eine Flash. Und da hätten sie Simon, glaube ich, auch, denke ich, gehabt. Glaube ich auch, denke ich. Was ist denn heute los, ey? Denkbar ungünstig für Maus jetzt die Ausgangslage. Die Draw-Tipper reiben sich noch mehr die Hände. So, Doppelflash ans Holz.
Mann, das zieht noch ein. Sonics mit Refrag. Troubly macht endlich mal wieder einen Frag. Und jetzt müssen sie wissen, dass Disruptor immer noch da am Haus steht. Boah, frisst den Nate. Boah, sehr gut aufgepasst von Maus. Sehr stark. Weltklasse. Aber HP-mäßig kann es Faculty sogar noch machen. Oh, Kirby mit perfekten... Oh, was ein bitteres Timing. Oh, das ist bitter. 15 Sonne, die Flash. Oh, und jetzt läuft wirklich alles schief noch. So, Ninja-Kiste wieder einer. Oh, Asmo kann ihn machen. Kerrigan. Oh, wichtiger Schuss. Und Maus holt sich das Spiel. 16-14. Meine Herren. GG, well played. Sonics sogar groß geschrieben. Also, was ein Spiel. Ich denke mal, das hat man auch... Hätte man auch erwarten können. Aber das hätte auch gut und gern anders rum ausgehen können. Beide haben eine überragende CT-Seite gespielt, unglaublich starke Runden geholt. Maus dann am Ende vielleicht ein Ticken Glück mehr, wobei sie es hätten vielleicht auch schon eher zumachen können, wenn Troubly da ein, zwei Mal die Frags setzt. Aber was ein geiles Spiel. Ich werde jetzt